Hallo, hier ist das Team vom SupportNet und heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach CDs brennen könnt und zwar mit FreeStudio DVD Videosoft. Dazu geht ihr einfach auf die Kategorie CD, DVD, Blu-ray Disc und geht ihr ganz oben auf Free Disc Burner. Wie ihr schon sehen könnt, ist das Programm sehr minimalistisch. Ihr könnt jetzt hier oben sagen, Dateien hinzufügen oder Ordner hinzufügen oder Speicherabbilder, auch wie zum Beispiel ISO-Dateien hinzufügen. Ihr könnt auch natürlich sagen, schnell löschen wir alles von der CD. Gut, wenn ihr die Dateien hinzugefügt habt, nehmen wir zum Beispiel mal diese Audiodatei. Dann packt euch das hier alles in eine Liste rein. Jetzt weist er uns an, einen Datenträger einzulegen. Haben wir einen Datenträger eingelegt, zeigt uns genau den belegten Speicher an und der noch freie Speicher. Somit habt ihr eine schöne Übersicht. Dann wählt ihr natürlich das Laufwerk aus. Und das war es dann auch schon. Ihr könnt jetzt noch bei den Optionen einstellen, welches Laufwerk ihr generell nehmen sollt, den Disknamen und so weiter alles einstellen. Und auch natürlich die Sprachen. Gut, wenn jetzt auf Brennen geht, dann brennt euch die CD. Es ist nichts Besonderes, das Programm, das kann jedes Brennprogramm, aber es ist einfach sehr schön einfach gehalten und wer einfach nur ein paar Dateien oder Ordner sichern möchte auf eine CD, der kann es mit diesem Programm kinderleicht machen. Also dann viel Spaß beim Ausprobieren.